So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar waren wir letztens mal im Netto unterwegs und haben mal was gefunden, ne? Ja, alle kennen doch sicherlich Captain Morgan, der immer so dasteht, so mit dem Bein und so. Und jetzt haben wir auf jeden Fall Captain Morgan Gingerbread Spiced Limited Edition. Guckt euch den mal an, mit Lebkuchengeschmack also. Dann gibt es auch einen kleinen Tipp, nämlich Captain Gingerbread mit eiskaltem Apfelsaft, ein Teil Captain Morgan Gingerbread Spiced und drei Teile gekühlter Apfelsaft. Das Ganze gibt es aber dann auch mit heißem Apfelsaft. Steht sogar hinten drauf, wie man das macht. Ich zeige euch jetzt noch mal ein bisschen die Flasche. So, nicht wundern, ich habe nämlich keine Hose an. Hier CM, ne? Steht für Captain Morgan hier. Gingerbread mit kaltem Apfelsaft. Hier habt ihr dann mit heißem Apfelsaft. Ich habe aber gar keinen Apfelsaft. Hier haben wir noch einen Magnetstreifen vom Netto, ne? Ein Klebchen. Captain Morgan Gingerbread Spiced Limited Edition Spirit Drink. 500 Milliliter, 30%. Sieht auf jeden Fall ganz fresh aus. Bin mal gespannt, wie das schmeckt. So, the signature spices of Captain Morgan have been infused with the delicious taste of baked gingerbread. Serve 30 milliliters of gingerbread spiced off with 100 milliliter of cola over ice or for a fun festive taste. Mix with a warm apple juice. Das ist auf jeden Fall interessant. Wir haben uns jetzt mal hier zwei Gläschen hingestellt. Da schenke ich mir mal zwei ein, um zu gucken, wie die schmecken. Ne? Eigentlich wollte ich am Anfang erstmal einen trinken und dann am Ende des Videos noch einen zum Abschluss. Jetzt habe ich aber die ganze Zeit schon geredet und habe noch gar keinen eingeschenkt und noch gar keinen getrunken. Ihr hört also, der hat geknackt, ne? Riecht auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Ich würde gar nicht sagen, dass das nach Lebkuchen riecht. Riecht irgendwie muffig nach altem Holz, ja. Altes Holz aus der Flasche. Da gab es ja auch mal diese Stardrink-Cola mit Wooden Smoke Taste oder so. Das hat auf jeden Fall auch wie so ein altes Whisky-Fass. Also ohne Whisky, nur das Fass an sich. Also nach altem vergammelten Holz geschmeckt, so eine richtig rauchige Note. Die war auf jeden Fall genial. Die haben einige Leute getrunken, andere haben gesagt, das ist der letzte Dreck. Wir sind mal gespannt. Hier seht ihr, zack. Da werden wir gleich noch ein bisschen was mischen und uns einen schönen Abend machen. Aber ich möchte die natürlich jetzt mal so probieren. Ihr seht da Homer, der freut sich auf jeden Fall auch schon. Ja, man merkt auf jeden Fall doch diese winterliche Note. Mir läuft auf jeden Fall schon alles im Mund zusammen. Ich habe auch schon wieder Sodbrennen. So wird das wahrscheinlich auch nie wieder weggehen, wenn man jeden Tag so komische Sachen testet. Immer scharfe Pizza, scharfen Döner, scharfen Shake, scharfen Spicy Gingerbread, Captain Morgan. Schmeckt interessant, aber ich glaube wirklich, wenn ihr das dann mischt oder eben mit so heißem Apfelsaft oder so dazu, dass das einfach noch deliziöser ist, dass das einfach noch besser passt. So würde ich sagen, kauft lieber den normalen Captain Morgan, nehmt den lieber nur zum Mischen, obwohl den normalen nehmen die meisten ja auch nur zum Mischen, immer Cola rein. Ihr kennt ja die Jugend von heute, überall Cola rein, die kaufen sich ja auch ein Glas Milch, packen Cola rein, weil sie immer alles mischen müssen. Jetzt habe ich den zweiten aber schon eingeschenkt. Eigentlich habe ich gar keinen Bock, den noch so zu trinken. Ich mache es aber trotzdem. Ne? Captain Morgan, Prost auf jeden Fall und Ahoi. Habt ihr den auch schon mal gesehen? Vielleicht in eurem örtlichen Netto oder so. Captain Morgan Gingerbread Spiced Limited Edition. Wenn ihr den kennt, schreibt mir rein, wie ihr den findet oder ob ihr den auch gerne mal probieren möchtet. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out. Vorhaut, euer Ramses. Ja.
alles gut, schmeckt wunderbar.